Sehr schön. Okay, das hätten wir auch. Dann haben wir jetzt hier noch irgendwelche Fragezeichen. Hier haben wir noch was. Aber es könnte auch ein Steinkreis sein oder so. Da reiten wir jetzt hin. Das ist auf jeden Fall eins, was sicher ist. Da reiten wir jetzt hin, aber sonst sehe ich jetzt hier auch nichts mehr. Das ist noch so ein großes, eine große Festung, die nehme ich dann auch noch ein, sobald ich in der Wüste war. Und dann schauen wir mal noch ganz kurz. Wir haben ja noch Nebenquests. Bibliothek. Schauen, wo ist das? Das ist das, okay. Nein, wieso geht es immer ganz zurück? Egal. Das ist das. Was ist... Interessenkonflikt? Ah, das ist hier. Ja, alles klar, dann machen wir das auch noch. Interessenkonflikt. Machen wir eine Schnellreise wieder nach Seis. Und dann können wir dann auch das Fragezeichen, nachdem wir die Quest gemacht haben, locker erreichen. Oder vielleicht müssen wir das dann machen. Wer weiß. Los geht's. Zeig mal deine Montur. Ja, kann ich gleich machen. Moment. Ich sollte diesen Servus finden und sehen, was er über Sephetu weiß. Ob er mit dem Skarabäus in Verbindung steht. Ich höre mich bei den Händlern um. Mal sehen, wer ihm wohlgesinnt ist. Ja. Welchen Händler? Keine Ahnung. Tagelöhner, Unternehmer, Wanderer, sucht nicht hier nach Trost. Macht euch auf den Weg in das sagenumwobene Letopolis. Letopolis ist ein wahrgewordener Traum, eine neue Heimat. Ja, Letopolis, da war ich doch schon. Der Weg ist, weiß Gott, nicht ohne Gefahren. Aber dafür erwartet euch dort eine ruhmreiche Zukunft. Sind noch ein paar Händler überhaupt da? Es sind gar keine mehr da. Hallo. Hi. Ich glaube, ich sollte das erstmal am Tag machen. Und nicht am Abend, wenn alle schlafen wollen. So, jetzt. Ah. Hallo. Schöne Waren hast du hier. Sucht ihr nach Datteln? Bei mir bekommt ihr die besten. Der Braumeister benutzt dieselben für sein berühmtes Bier. Ich sehe mich nur um. Kennt ihr einen Mann namens Servus? Servus? Der Hafenmeister ist tot. Der Hafenmeister ist tot. Hallo. Na, du bist ein kräftiger Kerl. Willst du deine Rüstung verbessern? Lange Nacht? Sehr lang. Verzeih. Kann ich dir irgendwie helfen? Momentan suche ich nach Servus. Dem Hafenmeister? Natürlich. Servus ist verreist. Verreist? Ja, er wollte nach Letopolis. Es heißt, er beginnt dort ein neues Leben. Dann ist er nicht tot. Tot? Warum glaubst du, er sei tot? Ah, okay, er ist doch am Leben. Vielleicht weiß die Kleine noch mehr. Und wonach suchst du heute? Den Hafenmeister, Servus. Frag nicht nach ihm. Die Wache hat ihn getötet. Was? Also jetzt check ich gar nichts mehr. Der eine sagt, die Wache hat ihn getötet, der andere nicht. Oh, warte mal, was ist denn hier drin? Was nehme ich mit? 5 Drachmen. Ah, da drüben sind noch ein paar Händler. Hi. Und, wie beißt du die Fische? Hey, willst du einen Fisch oder was?
Ich suche nach Servus, dem Hafenmeister. Oh, es heißt, Sefetu brachte ihn um. Wie laufen die Geschäfte? Gar nicht übel. Bist du auf der Suche nach etwas? Nach Servus, dem Hafenmeister. Weißt du, wo ich ihn finde? Nach wem suchst du? Wieso? Ich kenne ihn nicht. Ist er nicht tot? Was willst du denn überhaupt von ihm? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann? Also kennst du ihn doch? Oh nein, das erzählt man sich nur von ihm. Lass mich in Ruhe. Mist. Diese Leute wollen nichts sagen. Ich sehe mich nur um. Kennst du einen Mann namens Servus? Den Hafenmeister. Warum fragst du nach ihm? Es heißt, er wird vermisst. Untergetaucht. Vielleicht tot. Was würdest du tun, wenn Sefetu ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Verstehe. Ich bin keiner von Sefetus Männern. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich halte mich da lieber raus. Ich kann dir leider nichts sagen. Verdammt. Die beste Schmiede von Zeiss! Was ist denn los? Hast du Bedarf für Metallarbeiten? Ich suche immer noch nach Servus. Immer noch? Tut mir leid, ich kann dir wirklich nicht helfen. Verdammt. Ich suche immer noch nach Servus. Ich sagte es doch schon. Ich weiß überhaupt nichts. Lass mich in Ruhe. Irgendjemand weiß, wo Servus ist. Aber wo? Aber wer besser gesagt? Gibt es Neuigkeiten von Servus? Verzeihung. Wer war das noch gleich? Noch eine lange Nacht? Ach, die sind alle lang zur Zeit. Verstehe. Tut mir leid, kann dir nicht helfen. Warum ist der tagsüber müde? Ich weiß warum. Dann warte ich eben, bis es Nacht ist. Einer der Händler führt mich zu Servus. Auf Befehl von Sefetu steht nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Der ist doch aus einer reichen Familie. Mag sein. Vielleicht wurde er deshalb noch nicht aus der Stadt gejagt. Ich glaube, er wohnt auf Tahakas Anwesen. Aha. Wo laufen Sie denn hin? Sie sind sich ziemlich sicher, alle drei. Ich wusste, die drei haben Dreck am Stecken. Keiner dreht sich um. Gib den Weg frei! Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus, auf Befehl von Sefetu! Also ich versteck mich hier in meinem Gebüsch. Beobachte sie weiter. Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus, auf Befehl von Sefetu! Ja. Geht nach Hause! Auf Sefetus Befehl! Achtet die Ausgangssperre! Dass es hier eine Ausgangssperre gibt, voll übertrieben. Wo laufen sie denn hin? Und vor allem, wie lange? Da. In den Stall. Alle drei. Wie kommst du zurecht? So gut es geht. Ich bin dieses Versteckspiel leid. Auf dem Markt treibt sich ein Fremder rum, der nach dir fragt. Was? Wer ist es? Einer von Sefetus Hunden? Ich weiß nicht. Ich glaube aber nicht.
Er trägt eine altmodische Marke, aber er sieht gefährlich aus. Marke? Was für eine Marke? Ein Magi-Abzeichen, glaube ich. Ein Beschützer? Behalt ihn lieber im Auge. Hab euch schon gefunden. Wir sind keine Kämpfer. Du kannst dir das Kopfgeld für mich abholen. Ich bin keiner von Cephetos Männern. Ich suche nach Servus, im Auftrag von Akuf. Gut. Ich bin Servus, der mächtige Hafenmeister von Sais. Versteckt in den eigenen Docks. Was will er von dir? Cephetu. Er hat die ganze Stadt im Würgegriff. Besteuert uns zu Tode. Er lässt Gehöfte niederbrennen. Das stimmt. Ich habe getan, was ich konnte. Ich half Ein- und Ausfuhren vor ihm zu verstecken. Denn was Cephetu nicht sieht, kann er nicht besteuern. Und er fand es heraus. Seine Männer überfielen mein Geschäft und mein Haus. Doch die Aufzeichnungen sind auf der Feluke. Wenn sie sie noch nicht gefunden haben, dann sicher bald. Ich sehe, was ich tun kann. Naja, war ja klar. Meine Feluke ist im Hafen von Sais angedockt. Ich hätte sie gern in einem Stück zurück. Aber wenn du sie zerstören musst, sei vorsichtig. Cephetus Männer beobachten den Hafen wie Falken. Gebt den Weg frei. Alles klar. Stellen wir oder zerstören wir das Boot? Mal schauen. Erstmal das Boot finden. Hier war ich doch schon drin. Ja, hier habe ich nur die Kiste geklaut. Okay. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Einer schläft hier. Ah, verdammt! Ich bring dich um! Scheiße! Kommt der gerade um die Ecke? Oh, fuck! Ah, das wollte ich nicht! Ja, Scheiße! Ich kann ihn treffen! Ja, ja! Komm her! Schlitz dich auf! Da bist du ja! Ja, ja! Au. Ah. Zack, zack! Und schon fällst du wieder runter! Was andere? Hast du schon was gefunden? Deine Klappe, du hässlicher Bogenschütze, wo bist du? So. Ah. Okay, lasst uns kämpfen. Zack, schau, wie schnell du bist. So schnell wie ich bist du nicht, ja? Und du auch nicht. So. Das war's. Okay, schnappen wir uns schnell das Boot. Und verschwinden. Hahaha! Macht's gut, ihr Vollidioten! Das hätte auch anders laufen gehen. Laufen können, wäre der nicht um die Ecke gekommen, echt? Naja, egal. Der Hafenmeister wird zufrieden sein. Ich habe sein Boot nicht zerstört. Nein! Aber aufgesetzt. Vorsicht! Ja, ich hab Vorfahrt, Mann. Ich wollte hier andocken. Mein Parkplatz. So. So, jetzt mit Servus reden. Servus. Ich hab dir dein Boot wieder besorgt. Ja. Du musst dich nicht länger verstecken. Deine Feluke ist sicher. Deine Aufzeichnung auch. Du hast mein Boot gerettet. Hier, nimm das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit.